Willkommen zurück auf der Tempest. Und wir sind immer noch hier bei den Trümmern, wo wir gerade die Quest mit Liam gemacht haben. Und suchen uns jetzt direkt einen neuen Ort. Und lass uns nochmal Pyjack streicheln, wo er gerade hier ist. Du siehst irgendwie immer hungrig aus. Er hat unseren halben Schokoladenvorrat aufgefressen. Ist Ihnen eigentlich klar, was ich dafür bekommen hätte? Nein. ALP können wir noch. Zwei Belohnungen. Verteidigungspots. Verbrauchsobjekte brauchen wir eigentlich gar nicht. Sollte ich mal einstellen. Die hätte ich gerade einstellen sollen. Bei der Quest habe ich jetzt voll verpeilt. Tickmark-Ferialien. Mehr Credits brauchen wir nicht. Das gibt auch nur Credits. Das machen wir. Die erweiterte Feldanalyse, dann können wir durch die Einsatzstationen, die von unten kommen, die Pots, wie ich sie immer nenne. Die haben auch direkt zwei gekostet. Dann können wir hier zusätzliche Sachen noch sehen. Und die Belohnung will ich auch ganz gerne einsammeln. Nämlich da kriegen wir wieder Milchstraßenpunkte und Mineralien. Das ist gut. Dann gucke ich nochmal, was unsere Apex-Mission machen, unsere Einsatzteams. Aber die sollten, glaube ich, noch nicht. Doch! Stufenaufstieg. Auch erfolgreich, sehr gut. Auch ein Stufenaufstieg. Läuft wunderbar. Er ist noch drin, Restzeit. Oh, Restzeit, das können wir ja dann noch live mitverfolgen. Gold wird, glaube ich, noch ein bisschen schwierig. Wir haben noch eine Bronzene, da hat der Mike hat eine hohe Chance und der muss eh noch aufleveln. Dann setzen wir auch ein Einsatzteam ein. Und zwar die Lima, die kann auch noch mal eine Bronzemission machen. Restzeit. Er müsste jetzt wieder da sein. Nein. Ja. Pathfinder, Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Ich habe es befürchtet. So, dass ich wieder neue Post habe. Gucken wir uns gleich aber nochmal an. Die haben wir auch gekriegt, die Sachen. Und jetzt probiere ich tatsächlich, ihn mal loszuschicken. 33%ige Chance ist natürlich nicht viel. Kriegen wir hier mehr? 25, noch weniger. Hier. Auch 33. Probieren wir es einfach mal. Hier müssen wir nichts mehr erforschen. Kiosk können wir auch erstmal. Wir haben so viel Platz jetzt gekriegt. Da mache ich dann nochmal eine größere Tour. Dann checken wir mal unsere E-Mails und machen uns auf. Sind ja auch schon direkt an der Brücke. Gespräche brauchen wir nicht mehr führen. Das haben wir ja vor Liams Mission. Haben wir sehr viele. Neue Post. Wo? Ist doch auch ein E-Mail-Terminal. Habt ihr was Neues zu berichten? Ryder, würden Sie mir mal Ihren Zugang zum Forschungsraum leihen? Wofür? Ich müsste eine Kleinigkeit erledigen. Ich bräuchte Ihre Hilfe, falls möglich. Ach klar, Kilo. Und mich? Sicher, wenn ich kann. Suvi, würden Sie bitte für eine Weile das Steuer übernehmen? Ich brauche Ihre Autorisierung, damit ich die Datenbank erweitern kann. Ist das unser Antriebskern? Die kompletten Baupläne. Im System selbst sind nur wenige. Ich habe sie aus meinem Gedächtnis. Ich habe sie aufgezeichnet. Alle Linien, alle Werte. Gil wird sie brauchen. Ich nicht. Soll ich fragen oder... Ich frage mal nach. Sie sind immer noch unzufrieden damit, dass Gil auf Ihrer Tempest das Sagen hat. Stimmt's? Sagen wir, es erinnert mich an die Zeit, als Sie das ganze Projekt einstellen wollten. Dieser technische Berater bestand darauf, dass das Schiff niemals richtig fliegen würde. Er hat dabei viele von Gils Argumenten benutzt. Deshalb tut mir das alles so weh.
Die anderen starben in der Überzeugung, dass wir gesiegt hätten, dass ihr Vermächtnis Bestand hätte, und ich habe sie im Stich gelassen. Ich sag das hier. Ich will ihn jetzt wieder aufbauen. Sie haben uns die Tempest durch Ihre Augen gezeigt. Warum sie so wichtig ist. Sogar Gil versteht das jetzt. Wir vergessen gerne, dass unsere Technologie nicht einfach aus dem Nichts aufgetaucht ist. Jemand hat sie erfunden. Jemand mit Herzblut. Letzten Endes bringt jemand anderes die Arbeit voran, wenn man selbst nicht mehr kann. Ich, brauche die Freigabe des technischen Offiziers für diese Baupläne. Irgendeine Idee, wie ich das anstelle? Ja. Habe ich. Gil, haben Sie kurz Zeit? Ich brauche Sie im Forschungsraum. Schon unterwegs. Mhm. Ich dachte, wir hätten das geklärt. Was gibt's? Ich habe die Baupläne der Tempest für Sie eingespeichert. Sie dürften Ihnen die Arbeit erleichtern. Jetzt sag nichts Falsches. Wenn man sie so sieht, reduziert und ganz klar, ist sie wunderschön. Oh, richtig. Sie haben das ja nie gesehen. Richtig. Dieser Bogen hier, das ist Kunst. Und da. Sehr gut. Ach, das freut mich, dass die wieder klarkommen miteinander. Pathfinder, ach. Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. So, jetzt... Ich bin einfach zu neugierig. Jetzt gucken wir mal nach, ob wir wirklich hier Post haben. Vielleicht ist ja was für unsere... Nein! Sam, verarsch mich nicht! Danke, ey. Gut, dass wir eine künstliche KI haben. Immer noch. Was gibt's? Nichts. Leider. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. Und das machen wir auch. Wir sind hier immer noch am Trümmerfeld. Da verschwinden wir jetzt raus. Hier geht die Hauptmission weiter. Das machen wir ein andermal. Hier haben wir noch eine Archon, aber wir haben jetzt schon mal die Quest für Cora zumindest abgeschlossen. Da haben wir dann noch die nächste Archon. Aber ich würde vorschlagen, Haval haben wir auch noch was. Aya haben wir auch noch was. Ich würde vorschlagen, wir gucken uns jetzt mal Eladen an, weil wir so viele Quests hier wirklich haben. Vielleicht werden wir zwischendurch mal kurz abbrechen, ein paar Gespräche führen, in ein anderes System reisen. Aber ich bin jetzt gespannt, was uns auf Eladen erwartet. Einer der Vorsicht, es heißt, hier gibt es überall Piraten. Letzten Planeten. Man möchte meinen, dass ihnen irgendwann die Leute ausgehen, die sie bestehlen können. Und da haben wir ihn auch schon. Hier auf den Sensoren. Wir sind auf Kurs. Da lasse ich die Animation jetzt drinne. Sieht ja aus wie ein Lolli. Nee, doch nicht. Vier Aufgaben haben wir hier. Es gibt einige Mineralien. Und dann landen wir mal. Ja. Dich werde ich definitiv wieder austauschen. Also ich muss doch sagen, mit der Widow 5 kam ich wesentlich besser zurecht. Asari-Schwert bleibt drinne. Und Bobos MP hat uns ein bisschen gerettet letztes Mal. Bei den Leuten, Liam, das war cool mit dir, coole Sprüche. Ich überlege gerade. Ach, das hat mir Spaß gemacht. Das hat mir echt Spaß gemacht. Und Cora, das ist auch...
Das passt ganz gut. Wobei, wir könnten ja mal Pibi mitnehmen. Kommt sie auch mal raus und wir haben bestimmt noch ein paar Relikte dort. Ja. Sam, sende Kello den Nav-Punkt, den wir von unserem kroganischen Kontakt haben. Drac, wir landen auf Eladen, um Jorgels Drugs zu treffen. Ach. Bin unterwegs. Das müssen wir gleich nochmal ändern. Das ist ja Drac brauchen wir hier unbedingt. Wo genau ist der Treffpunkt? In einem Laden namens Paradise, mitten im Nirgendwo, soweit ich das sehe. Kroganer haben eine andere Vorstellung vom Paradies. Wow, schöne Animation. Wieder ein Wüstenplanet. Ein Reliktraumschiff? Nein. Nur 41% liegen frei. Ich werde so viele Informationen wie möglich sammeln, Pathfinder. Wer lebt außer den Kroganern noch hier? Plünderer, die nichts zu verlieren haben. Verbrecher, die aus Kadara rausgeworfen wurden. Das wird bestimmt interessant. Ich gehe schon mal zur Kolonie, um die Wogen zu glätten. Haben wir doch die richtige Entscheidung getroffen? Wir bleiben jetzt erstmal so dabei. Den Drac können wir ja immer noch tauschen. Temperaturen steigen. Oi. Hier. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Guckt euch das mal an. Hier ist unheimliche Hitze, sobald man in die Sonne geht. Was ist da hinten der Nomad? Was sagt denn die Karte? Ah ja. Dann fangen wir doch mal an. Ein Glück, dass es im Paradise Schatten gibt. Da draußen würde ich jetzt gegrillt. Ich wäre da draußen beinahe krepiert. Die Hitze hat mir übel zugesetzt. Verzieh dich. Der ist der Kent. Hey, ich kenne Ihr Abzeichen. Sie sind von der Nexus, richtig? Ein Pathfinder. Kent Halsey, Nexus Sicherheit. Ich wusste gar nicht, dass sich Ihre Pflichten sogar bis nach Eladen erstrecken. Tun Sie auch nicht. Ich bin aus persönlichen Gründen hier. Meine Schwester Isabel hat sich mit den falschen Leuten eingelassen. Sie schloss sich der Rebellion an und wurde nach Kedera verbannt. Und irgendwie hat sie es geschafft, genügend Leute zu verärgern, um letztlich auf diesem Drecksplaneten hier zu landen. Sie gehören den Sicherheitskräften an und Ihre Schwester ist eine Unruhestifterin. Das muss für Sie eine unangenehme Situation sein. Das ist mir egal. Ich bin hier, um nach ihr zu suchen. Ich weiß, dass sie nicht wieder auf die Nexus zurückkehren kann, aber wir können auf Kedera neu anfangen. Zusammen. Ja, das ist doch nett. Sie kann sich glücklich schätzen, einen Bruder wie sie zu haben, Kent. Naja, noch habe ich nichts erreicht. Das Problem ist, ich habe diesen Planeten unterschätzt.
Ich habe weder ein Fahrzeug noch irgendeine Möglichkeit, mich vor der Hitze zu schützen. Ich habe noch nicht mal angefangen und stecke schon fest. Sehr fies, das Pech, aber ich helfe dir natürlich dabei. Keine Sorge, ich kann Isabel für Sie aufspüren. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Ich denke, diese Bergungsgutsammlerin von Kedera weiß etwas über Sie. Mir wollte sie nichts verraten, aber vielleicht bekommen Sie ja etwas aus ihr raus. Hier ist aber noch ein Quest. Jetzt hier, wenn wir hier stehen, wir wieder in der Sonne. Verpiss dich, leg ich dich um, ich schwör's. Ich leg dich zuerst um. Er redet keinen Scheiß. Ich hab gesehen, wie er ein Mädchen für eine verschimmelte Essensration umgelegt hat. Okay. Ihr seid ja hart drauf hier. Wow. Boah, hier geht's aber nach unten. Das ist ordentliche Canyons hier. Hier ist es wirklich, wirklich hell. Ich meine, es ist echt schön, aber auch schrecklich hell. Mhm. Was gibt's da zu glotzen? Was? Gar nichts. Wirklich? Ich hab nämlich den Eindruck, du glotzt mich an. Und das mag ich gar nicht. Ja, natürlich glotze ich dich an, bei deinem geilen Sensor. Ich kann anglotzen, wen ich will. Ach ja? Und ich kann erschießen, wen ich will. Ich dachte, hier sind keine Waffen erlaubt. Das wird dich außerhalb der Tore nicht schützen. Also mach dich lieber ganz schnell vom Acker, wenn du mich da draußen siehst. Pathfinder, ist es wirklich notwendig, sich mit diesem Individuum einzulassen? Ich wüsste nicht, wie uns das weiterhelfen sollte. Du hast recht. Okay, Leute, ziehen wir uns zurück. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Ach, habe ich jetzt doch kein Quest von ihm gekriegt? Ryder, ich habe dieses kleine Gespräch gehört. Ich verstehe das nicht. Jeder Bewerber der Initiative wurde durchleuchtet. Warum sind so viele von ihnen jetzt gewalttätig und launisch? Glauben Sie, da stimmt was nicht? Das würde ich gern herausfinden. Können Sie die Plünderer hier im Paradise scannen und mir die Daten senden? Und Sie wissen schon, unauffällig. Kein Plünderer, Ryder. Kein Plünderer, Ryder. Wow, bei dem sollten Sie aufpassen, Ryder. Hervorragend. Okay. War das also die Quest? Ich lasse doch dir nicht den Mund verbieten. Strux sollte den Leuten Chanka das Sagen haben. Trotzdem musst du das nicht überall rumposaunen. Ist das hier für eine Vereinigung? Sind Sie Jorgel Strux? Kommt drauf an, wer fragt. Ich bin der Pathfinder von der Nexus. Sie wollten sich hier mit mir treffen. Ja, wollte ich. Danke fürs Kommen. Wir alle haben die größten Überlebenschancen, wenn wir zusammenarbeiten. Und das schließt auch die Kroganer mit ein. Gut. Schön zu wissen, dass zumindest ein paar Leute auf unserer Seite stehen. Also, Ihre Kolonie hat Probleme? Sie hat einen gefährlichen Weg eingeschlagen. Wir können dort nicht länger leben. Mulder hat sich zu einer Tyrannin entwickelt. Hat sie sie rausgeworfen? Noch nicht, und deshalb halten wir auch die Füße still. Ich will sie im Auge behalten. Sie plant einen Angriff auf die Nexus, so viel wissen wir. Scheiße, jetzt haben wir Drake nicht hierbei. Drake vertraut Mulder, und ich vertraue Drake. Ich lebe dort, Drake nicht. Mulder wird diese Kolonie zugrunde richten. Und dann werden wir alle sterben. Übertreiben Sie da nicht ein bisschen? Selbst Kroganer brauchen Nahrung und Wasser.
Aber Mordor rationiert unsere Vorräte. Meine Gruppe ist der Meinung, die Kroganer sollten Frieden mit der Nexus schließen. Das finde ich auch gut. Wir brauchen die Kroganer. Und die Kroganer brauchen uns. Wir kamen als Einheit nach Andromeda. Da sollten wir zumindest versuchen, unsere Differenzen beizulegen. Tja, wenn Mordor so weitermacht, gibt es bald keine Kolonie mehr, mit der sie Frieden schließen können. Aber wenn Sie mir nicht glauben, gehen Sie in die Kolonie. Sehen Sie sich selbst an, was sie vorhat. Reden Sie mit Revan of Rank. Er gehört zum inneren Kreis und ist einer von uns. Wenn wirklich die Sicherheit der Nexus auf dem Spiel steht, werde ich es tun. Sie sollten allerdings hoffen, dass sie mich nicht auf der Stelle erschießt. Ja, das wäre ein schlechtes Omen. Mhm. 2% Lebensfähigkeit auf dem Planeten. Aber was ich doch ganz gerne machen würde, ist den Drake hier mitnehmen. Und zwar gehen wir jetzt mal zuerst hier zum Pod, der da drüben ist. Und holen den Drake. Dann müssen wir den Liam halt mal zu Hause lassen. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Ryder, begeben Sie sich zur Kolonie, wenn Sie bereit sind, unseren Transporter zurückzuholen. Park wartet bei Rhodes Gewächshaus. Verstanden. So, bevor der mir die ganze Zeit Sachen durch den Funk gibt, hole ich ihn mir. Das ist auch eine spannende Kombination. Mal gucken, wie... Lebenserhaltung wiederhergestellt. So. Ich registriere Temperaturen über dem Normalwert. Ich kann hey, ja. Hey, willkommen hier entlang. Folgen Sie mir. Wer redet da? Ein schönes Schiff haben Sie da. Aber kommen Sie. Drinnen erwarten Sie jede Menge Angebote. Reden Sie einfach mit meinem Boss. Kommen Sie hier entlang. Der klingt ein bisschen geglättet. So, lasst uns mal hier strategisch vorgehen. Bevor ich jetzt hier ganz wie rumlaufe. Fangen wir mal hier an. Ich wollte gerade springen, das wäre nicht gut gewesen. Das hier ist ein ganz besonderer Ort. Das Paradise. Hier sind keine Waffen erlaubt. Behalten Sie sie im Holster. Hier entlang. Kommen Sie rein. Ja, mache ich. Na, wen haben wir denn da? Ich kann Leute echt gut einschätzen. Soll ich mal raten, wer sie sind? Mach mal. Schießen Sie los. Ein Pathfinder. Woher wusste sie das? Woher wussten Sie das? Ich habe geschummelt. Ich liefere Bergungsgut nach Kedara. Und dort verbreiten sich Neuigkeiten schnell. Sie sollten mal hören, was das Kollektiv über Sie sagt. Ja, was sagt es denn? Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, jetzt bin ich neugierig. Ich werde es nicht wiederholen, um ihretwillen. Fragen wir sie mal aus. Was halten Sie von Eladen? Wenn der Wurm oder die Gangbosse sie nicht umbringen, dann erledigt das die Hitze in Ataraxia. Keine Ahnung, wie hier überhaupt jemand leben kann. Irgendwie schaffen die Leute es offensichtlich. Ja, gerade so. Bei jedem meiner Trips will mich ein entflohener Sklave oder ein ehemaliger Kultist bestechen, damit ich ihn von hier wegbringe. Aber die Kroganer nicht. Ich war in Neu-Tuchanka. Wir könnten uns alle glücklich schätzen, wenn wir so leben dürften wie sie. Sie haben bestimmt viel mit den Plünderern zu tun. Nicht mehr als ich muss. Sklaverei, Kannibalismus, Anbetung der Gangbosse, dabei stellen sich mir die Haare auf. Das sind ziemlich harte Worte, wenn man bedenkt, dass Sie eine Ihrer Kundinnen sind.
Ich kaufe von ihnen. Das heißt nicht, dass ich sie auch mögen muss. Hier mag es sicher sein. Aber wenn da draußen ein Gangboss deinen Tod will, dann bist du tot. Ich habe nicht vor, unvorsichtig zu werden. Sie sagten, sie liefern Bergungsgut nach Kadera. Wie genau läuft das ab? Die Plünderer kommen aus dem Höllenversprechen und verkaufen mir ihr Altmetall. Ich bezahle ihnen so gut wie nichts dafür. Nett. Und dann? Dann bringe ich meine Beute nach Kadera und verkaufe sie an die Händler. Sloan verlangt natürlich ihren Anteil, aber meistens mache ich trotzdem einen satten Gewinn. Manchmal kaufe ich sogar Wasser von Enia und verkaufe es teuer in der Absteige. Es ist kein schlechtes Leben. Wenn Sie es sagen. Wissen Sie etwas über jemanden namens Isabel Halsey? Wofür halten Sie mich? Ihre persönliche Datenbank? Was nehmen wir denn jetzt? Ach, kommen Sie schon. Sie sind die Einzige hier, die mich nicht umbringen will. Helfen Sie mir doch einfach. Schon gut, schon gut. Ich bin ihr zwar nie begegnet, aber ich habe gehört, wie ein paar Plünderer über sie geredet haben. Es ging um irgendeine Höhle draußen in den Dünen. Sie meinten, Isabels Zeit würde ablaufen. Hier ist der Nav-Punkt. Aber seien Sie vorsichtig. Das ist eine üble Gegend. Ganz Eladen ist eine üble Gegend. Auch wieder wahr. Sehr gut. Haben Sie je mit einem Mann namens Reyes zusammengearbeitet? Reyes? Klar, er ist einer meiner Käufer. Kennen Sie ihn? Früher mal. Wissen Sie, wo er ist? Ich habe schon eine ganze Weile nichts mehr von ihm gehört. Und auch sonst niemand. Soweit ich weiß, lässt er es sich auf der Nexus gut gehen. Na, das glaube ich nicht. Passen Sie auf sich auf. Das mache ich immer. Gibt es einen Grund, warum Sie dieses Ding auf mich richten? Ich. Es hat nicht funktioniert. Versuchen Sie es mit jemand anders. Kein Plünderer, Ryder. Hier ist schon ein Plünderer. Hier kann ich sonst keinen mehr scannen. Reden wir mal mit den Leuten. Willkommen im Paradise. Danke. Also, was denken Sie? Was ich denke? Was meinen Sie damit? Sehen Sie sich doch mal um. Keine Waffen, kein Blut, keine Gewalt. Außerhalb der Tore sind Sie auf sich allein gestellt. Aber hier drin sind Sie sicher. Wer den Frieden stört, bekommt es mit mir zu tun. Ja. Alle verhalten sich vorbildlich. Ist das von Natur aus so oder nehmen die was ein? Ha, nein, so kompliziert ist es gar nicht. Diese Leute brauchen mich. Sie brauchen, was ich verkaufe. Also benehmen sie sich, sonst sind sie raus. Also, was kann ich für sie tun? Wie kann ich ihnen helfen? Lassen Sie es mich einfach wissen. Sie haben eine ziemlich positive Ausstrahlung für so einen Ort. Ich habe hier auch nichts zu klagen. Ich bin reich und niemand legt sich mit mir an. Ich bin die mächtigste Frau auf ganz Eladen. Wirklich? Ich will nicht angeben, aber ja, absolut. Was gibt es hier sonst noch? Ich bin eine Geschäftsfrau, keine Fremdenführerin. Aber ich sage Ihnen, was ich weiß, wenn mir danach ist. Fragen wir trotzdem nach. Kommen Sie mit den Kroganern zurecht? Jeder kommt mit dem Traum nach Eladen, bald wieder zu verschwinden. Mit Ausnahme von mir und den Kroganern. Sie haben ihre Kolonie in einen Krater gebaut. Clever. Ich vermute, dort ist es kühl genug für sie. Haben sie eigenes Wasser? Zu ihrem Pech nicht. Aber Mordor und ich kommen gut miteinander aus. Bis jetzt. Wer lebt auf diesem Planeten? Hauptsächlich Verzweifelte und einige Unruhestifter. Leute, die in der normalen Welt nicht klarkommen. Und Personen, die aus dieser Verzweiflung Kapital schlagen. Wie Sie? Vorsicht, Schätzchen. Sie wollen es sich nicht mit mir verscherzen. Es gibt östlich von hier einen Ort, der Absteige genannt wird. Eine Spelunke, wo Mord und Leid herrschen. Dort sollten Sie mal vorbeischauen. Mach ich. Was können Sie mir über das Schiffswrack erzählen? Ah, Sie sind hergekommen, um sich umbringen zu lassen, oder?
Plünderer sind damit beschäftigt, es zu zerlegen. Mehr weiß ich nicht. Ich halte mich von ihnen fern, weil sie sofort schießen. Was kann ich hier kaufen? Ich weiß nicht. Was haben Sie denn einzutauschen? Ich verkaufe hauptsächlich Wasser. Aber wenn Sie das wollen, sollten Sie rausgehen zu den Tanks. Gibt es noch irgendeinen anderen Ort auf diesem Planeten, an dem ich, weiß nicht, Wasser finde? Nicht wirklich. Und wenn mir Ihr Gesicht nicht gefällt oder Sie mich verärgern, heißt das kein Wasser für Sie. Mhm. Verbesserter Boost können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Ach, das machen wir doch auch. Und das hier. Das haben wir schon alles. Medigel. Ja, warum nicht? Der auch. Gefällt mir auch. Definitiv. Oh, das will ich auch. Und das finde ich gut. Den brauchen wir nicht. Jetzt wird's spannend. Dürfen wir nicht vergessen. So, das ist nicht so spannend. Handel bestätigen. Ja. Was du noch kriegen könntest, wären unsere Schrotflinten. Und das sollte es auch gewesen sein. Ja. Ja, die macht hier ihre Wasserdeals. Scheint damit gut klarzukommen. Reden wir doch mal mit dem Plünderer. Selten salarianischer Plünderer. Nette Ausrüstung haben Sie da. Seien Sie lieber vorsichtig. Es gibt da draußen bestimmt schon ein Dutzend Leute, die vorhaben, Sie dafür umzulegen. Mhm. Drohen Sie mir etwa? Es klang nämlich so. Ich? Quatsch, ich versuche nur zu helfen. Ich weiß, wenn jemand eine Nummer zu groß für mich ist. Und wenn ich mich mit Ihnen gut stelle, haben Sie ja vielleicht nichts dagegen, dass ich die Reste auflese, die Sie zurücklassen. Also, was kann ich noch für Sie tun? Was machen Sie auf diesem Planeten? Wieso sind Sie hier? Warum? Versuchen Sie rauszufinden, wo mein Claim ist? Nein. Entspannen Sie sich wieder. Ich mache hier dasselbe wie alle anderen auch. Ich versuche, am Leben zu bleiben. Kennen Sie einen Kroganer namens Drax? Nein, aber Kroganer sind schwer zu übersehen. Schauen Sie sich einfach um. Wo wohnen Sie? Wo schlafen Sie? Es gibt hier ganz in der Nähe eine Absteige. Da komme ich immer irgendwie unter. Und wenn zufällig gerade jemand gestorben ist, kriege ich sogar ein Bett. Das war alles. Wie Sie meinen. Scheint ja auch ein ganz schönes Drecksloch hier zu sein, der Planet, aber nicht verkehrt. Hier ist alles. Das ist hinten kein Zutritt. Ja, aber merke ich. So, was nehmen wir uns dann jetzt mal als nächstes vor Ihnen? Was gibt's hier doch noch? Hier müssen wir nach oben. Es hat nicht funktioniert. Versuchen Sie es mit jemand anders. Gut, okay. Drake, du bist aber richtig ruhig hier. Ich dachte, du würdest mehr plaudern. Warum muss ich denn hier nach oben? Ja, hier Flosken Paradise scheint ja ein ziemlich romantisches Örtchen zu sein.
Gucken wir mal da hinten. Bin mal gespannt, wenn es gleich losgeht. Nariz hat mit diesen gruseligen Aliensäulen echt abgesahnt. Ja, sie hat das Ding komplett zerlegt. Ich wünschte, ich wäre mit eingestiegen. Wow. Nächstes Mal schnappe ich mir selbst eine. Daten nicht eindeutig. Nehmen Sie einen anderen. Ich rede mal aber mit euch. Habe ich Sie gerade über die Relikte reden hören? Keine Ahnung. Sind Sie jemand, der andere heimlich belauscht? Ich habe sie zerlegt, um sie in Einzelteilen zu verkaufen. Das bringt mir ein Vermögen ein. Das sind vermutlich keine guten Neuigkeiten. Wir sollten dem nachgehen, Ryder. Oh, 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 oh. Pibi ist schon, ich rede mal mit ihr noch. Verziehen Sie sich. Ja, das ist sehr freundlich. Ich werde jeden einzelnen von euch umlegen. Danke, Ryder. Das müsste reichen. Ich analysiere das und teile Ihnen mit, was ich gefunden habe. Was machst du hier? Lass mal nochmal mit... Temperaturen steigen an. Mit ihm sprechen? Ich weiß nicht. Ich habe nichts getan. Okay. Sie haben nichts getan. Gut, sagen Sie ihnen das, wenn sie kommen. Dieser Typ ist unheimlich. Ey. Denkt die ganze Zeit... Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Der Nomad. Doof, dass das wieder so ein Planet ist, wo uns der Sam die ganze Zeit zuquasseln wird, wenn wir von einem zum anderen gehen. Also. Wo sind wir denn? Dann holen wir uns doch noch die Kiste und machen uns auf mit dem Nomad. Und zwar, hier können wir wieder medizinische Vorräte holen. Hier sind schon Erinnerungen. Ein paar brauchen wir ja noch. Oh, hier sind aber viele Erinnerungen. Dann fahren wir hier diese Kurve und holen uns die Erinnerung hier. Mal gucken, was auf uns zukommen wird. Speichern. Lebenserhaltungssysteme sind bei 100%. Der will mir jetzt nicht wirklich sagen, dass die Kiste hier in der Mitte ist, oder? Doch. Ja. Von hier aus müsste ich es eigentlich schaffen, oder? Naja, wir haben ja gerade gespeichert. Aha. Na, ist doch mal ergiebig hier. Widow 5. Haben wir aber selber produziert. Sogar auch mit Mods. Gut. Ausstattung. Nomad, welche Farbe nehmen wir denn? Berührung des Midas hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Blackout wäre natürlich der Horror auf dem Planeten hier. Blood Pack, grüner Jäger, ich sehe rot. Hatten wir schon. N7, wir hatten noch Nebula. Und Platin, Platin hatten wir schon. Gucken wir einfach mal Nebula, was das ist. Und rufen ihn direkt. Das ist also Eladen. Hübsch bis jetzt. Was gibt es hier noch? Außer Sand. Der Relikt-Monolith liegt nahe, dass der Planet in der Tat als goldene Welt vorgesehen war. Außerdem müsste es ein Gewölbe geben. Des Weiteren liegt hier das große Reliktwrack, das wir bei der Landung gesehen haben. Hoffentlich verlassen? Den Scans zufolge nicht. Plünderer und Reliktbots sind dort aktiv.
Hier haben Plünderer ein verlassenes Lager zwischen den beiden übernommen. In dieser Richtung, in einem der Krater des Planeten, liegt Neu-Tuchanka, die Kolonie der Krogana. Krater? Das wird bestimmt lustig. Nicht wirklich. Eladen ist an seinen Schwestermond und diesen Gasgiganten rotationsgebunden. Diese Seite des Mondes kühlt niemals ab. Wer ohne Unterschlupf in einem Krater festsitzt, ist dem sicheren Tod geweiht, weil sein Blut nach 75 Sekunden zu kochen beginnt. Und nach dieser aufmunternden Information begeben wir uns nun in das klimatisierte Paradies des Nomad. Genau. Klimaanlage ein. Was sagen wir denn? Ach, wir haben hier die Mods noch gerade geholt. Beste Erlebenshaltung, sehr gut. Verbesserter Boost, auch toll. Sagen wir denn zu der Lackierung? Geht so, ne? Bisschen Kirmes. Ist das Kunst oder kann das weg? Naja, bei der nächsten Gelegenheit können wir es ja nochmal ändern. Ich registriere Temperaturen über dem Normalwert. Gut, das wird er wohl ab können. Dann nehmen wir die Quest, medizinische Vorräte, und machen hier einen Zwischenstopp. Ja. Drag, Asari und Krogana leben ja viel länger als die anderen Spezies der Milchstraße. Richtig. Und? Aber jetzt bleibt ihnen ungefähr noch dieselbe Zeit wie Ryder, Vetra und dem Rest des Teams. Wenn ich Glück habe, kommen sie zum Punkt. Es muss seltsam sein, nach so langer Zeit vor dem Ende zu stehen. Zeit ist Zeit. Die Anzahl der Jahre ist unwichtig. Es geht darum, was man damit macht. Was immer ich noch übrig habe, es wird angefüllt sein mit Leben. Naja, im schlimmsten Fall müssen wir wohl aussteigen und schieben. Die Plünderer haben hier draußen ihr Lager aufgeschlagen. Wie überleben sie bloß die Hitze? Ihre Haltung fällt aus. Bringen Sie sich unverzüglich in Sicherheit. Leute. Was ist denn Lebenserhaltung Stufe 1? Geht noch, oder? Ich muss hier weg. Also, das ist schon ein spannender Planet hier. Ja, geht so. Dabei hat Sam uns gerade noch gesagt, man darf nicht in die Krater rein. Sie nähern sich der Zuflucht von Dirk Barrett. Wir sind nicht feindselig. Ich wiederhole, wir sind nicht feindselig. Bitte eröffnen Sie nicht das Feuer. Glauben Sie nicht alles, was man Ihnen hier draußen erzählt, Kleiner. Offensichtlich nicht. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Ich komme nicht rein. Doch, jetzt. Pathfinder, ich bin Dirk Barrett. Ich spreche für alle, die Sie hier sehen. Und ich bin froh, dass Sie mich anhören, anstatt mir einfach ins Gesicht zu schießen. Oh, ich kann ihn direkt erschießen. Ja. Es kann nie schaden, anderen erstmal zuzuhören. Das denke ich auch. Ihnen aufgefallen sein dürfte, sehen das die meisten Leute auf Eladen allerdings anders. Sie töten alles, was sich bewegt, einschließlich einander. Dadurch geht die langfristige Aussicht auf ein Überleben gegen Null. Ich habe allerdings nicht den Verstand verloren. Ich will nicht sterben. Genauso wenig wie diese Leute hier. Und deshalb brauche ich Ihre Hilfe. Naja, machen wir immer freundlich bleiben. Tja, ich bin der Pathfinder. Und ich glaube, irgendwo in der Jobbeschreibung stand auch, ich muss den Leuten helfen, in Helios zu überleben. Also schießen Sie los. Was kann ich tun? Als erstes müssen wir umziehen. Diese Zuflucht ist zu klein und lässt sich nicht befestigen. Eine andere Gang hat etwa 20 Klicks von hier eine Basis eingenommen. Sie ist ein perfekter Ort, der an diese Idioten komplett verschwendet ist. Sie reißen die Wände ein, um an Schrott zu kommen.
Wenn sie uns helfen können, sie zu vertreiben, müssten wir danach eigentlich alleine zurechtkommen. Ach komm, gucken wir mal. Nehmen wir doch gerne was an. Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, Pathfinder. Und falls Sie sonst noch etwas wissen möchten, fragen Sie einfach. Ja, dann frage ich doch einfach. Sie und Ihre Gruppe sind bei weitem nicht so gewalttätig wie die anderen Plünderer hier. Auf Erlagen ging es von Anfang an nur darum, wie viel Feuerkraft man aufzubieten hat. Genug Feuerkraft kann man sich hier alles nehmen, was man will. Das Ergebnis ist, dass jede Menge Leute ihre Waffen benutzen, um an noch größere Waffen zu kommen. Irgendwann kam der Moment, in dem ich mich ausgeklinkt habe, darüber nachzudenken, was ich hier eigentlich will und wie ich es erreichen kann. Wie sich herausgestellt hat, war ich nicht der Einzige, dem es so ging. Wieso sind Sie nach Eladen gekommen? Es schien mir damals eine gute Idee zu sein. Ja, ich weiß, es war nicht unbedingt die klügste Entscheidung. Aber Kadara war für einige von uns einfach nicht das Richtige. Es hat uns nicht gefallen, wie sich Sloan in angaranisches Territorium gedrängt hat. Ich schätze, wir wollten einen echten Neuanfang. Umso trauriger, dass alles so schnell den Bach runtergegangen ist. Nehmen wir mal an, Sie bekommen Ihre befestigte Basis. Was kommt danach? Handel, hoffe ich. Wir wissen, dass die Kroganer da draußen sind. Sobald wir uns eingerichtet haben, werden wir versuchen, Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Und wenn wir wirklich Erfolg haben sollten, kommen vielleicht auch die anderen Exilanten zur Vernunft und schließen sich uns an. Ich weiß nur, dass wir mit Anarchie nicht weit kommen werden. Die Leute hier müssen auf dasselbe Ziel hinarbeiten. Ich mag Ihren Optimismus. Genau das brauchen wir, um hier draußen wirklich etwas aufzubauen. Naja, was soll ich sagen? Ich bin im Herzen ein Romantiker. Aber ich bin nicht naiv. Ich weiß, dass es nicht einfach sein wird. Trotzdem sterbe ich lieber in dem Wissen, dass ich es zumindest versucht habe. Ich muss gehen. Das war's für den Moment. Ich muss wieder los. Natürlich. Ich will Sie nicht aufhalten. So, und dann haben wir direkt eine neue Quest gekriegt, die wir auch knallhart durchziehen werden. Allerdings nicht mehr in der Folge, sondern dann in der nächsten. Also schaut wieder rein, würde mich sehr freuen. Bis dahin.